Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem HC Erlangen und dem HBW Balingen-Wallstätten. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich den Gästetrainer Jens Bürkle und unseren Trainer Michael Haas. Und wie immer geht das erste Wort an die Gäste. Herr Bürkle, wie haben Sie das Spiel Ihrer Mannschaft gesehen heute? Na, erstmal super. Zwei Punkte in Erlangen, davon konnte man nicht ausgehen. Vor allem im Erlangen die letzten Wochen hat spielen sehen. Das ist schon beeindruckend, was da gerade zusammenwächst. Und was wir dann in der zweiten Halbzeit im Angriff gemacht haben, war natürlich schon brutal. Also kaum ein Fehlwurf, extreme Power bei den ganzen Abschlüssen, gute Torwart-Performance. Erste Halbzeit, finde ich, machen wir es auch gut, lassen wir ein paar Freie zu viel liegen. Also glaube ich, haben wir 6 freie Bälle vom Kreis, die da Zimi uns da irgendwo auch wegnimmt. Von außen, vom Kreis. Und die zweite Halbzeit schießen wir ein bisschen konsequenter und kommen natürlich dann irgendwann in den Lauf rein. Und ich glaube, das Ergebnis von letzter Woche hat uns ein paar Dinge leichter machen lassen als noch vor vielleicht 4 oder 5 Wochen. Und dann passiert auch so was Verrücktes, dass du so eine gute Mannschaft wie Erlangen auch hier besiegen kannst in dieser Kulisse. Ja. Dankeschön. Ja, Hassan, wie lautet deine Analyse zum heutigen Spiel? Ja, erstmal Glückwunsch an Balingen. Ich glaube, dass war verdient, einfach schon allein deswegen, wenn sie es geschafft haben, in der zweiten Halbzeit 22 Tore zu werfen. Das ist einfach, das sollte eigentlich mit unseren Ansprüchen keiner Mannschaft hier in unserer Arena gelingen. Man kann da viel ins Detail gehen. Klar fand ich, dass wir in der ersten Halbzeit schon ein bisschen verpasst haben, vielleicht noch eine bessere Ausgangsposition zu haben. Mein Gefühl ist, dass wir so ein bisschen gedacht haben, dass wir im Flügel von der Euphorie der ganzen letzten Wochen irgendwie gedacht haben, ja komm, da kommt Balingen, wir schaffen das schon irgendwie. Und so war mein Gefühl in der ersten Halbzeit. Und so schien es ja noch weiterzugehen in der zweiten Halbzeit, wir waren +6. Und dann haben wir einfach komplett aufgehört zu spielen, sowohl vorne als auch hinten. Und dann passiert halt das, was passiert. Wir waren nicht mehr, haben diese Sicherheit komplett verloren, die wir in den letzten Wochen hatten. Haben dann angefangen zu zittern und dann hat nicht mehr viel funktioniert. Ja, Balingen hat jeden Angriff sehr, sehr clever ausgespielt. Wir waren vorne ein bisschen hektisch, haben dann noch alles versucht, wieder ranzukommen. Da hätte aber dann wirklich sehr, sehr viel passen müssen am Schluss. Ich habe mir dann einfach in der zweiten Halbzeit ein bisschen die Energie gefehlt oder diesen Haruk-Gedanken, dass wir das Spiel noch mal drehen. Wobei es einfach schon nicht passieren darf, dass wir einen 6-Tore-Vorsprung so aus der Hand geben. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Ja, Herr Haas, Sie haben es gesagt, 6-Tore-Führung in der zweiten Halbzeit. Die letzten 3 Spiele waren eigentlich relativ souverän gewonnen. Da gab es man hatte das Gefühl, dass dann Selbstverständnis eingezogen ist beim HCE. Man gewinnt halt solche Spiele. Und das hatte man auf der Tribüne dann auch, als die 6-Tore-Führung kam. Das kam aber dann eben anders. Ist die Mannschaft doch noch nicht so weit, wie man vielleicht geglaubt hat oder gehofft hat? Ich denke, das ist der Punkt, dieses Selbstverständnis. Es ist gut, dass wir das haben, es ist gut, dass wir selbstbewusst sind. Aber wir sind immer noch eine Mannschaft, die, wie wir heute eindrucksvoll gesehen haben, jederzeit in der Lage ist, ein Spiel zu verlieren, was nicht eingeplant ist zu verlieren. Und ich glaube, also bei allem Respekt für die Balinger Leistung, die das sehr, sehr gut gemacht haben, einen 6-Tore-Vorsprung, den holt man nicht nur auf, den gibt man auch aus der Hand. Und das haben wir heute gemacht, weil wir nicht so gefestigt sind, so ein enges Spiel auch. Oder so ein Spiel, wenn das auf einmal kippt, obwohl wir schon klar vorne sind, da waren wir heute mental nicht stark genug, das aufzufangen. Wie kann man das verändern? Also wie kann man das trainieren? Wie geht es jetzt weiter? Wie wird darüber gesprochen? Gibt es mehr oder weniger ein Straftraining, eine Strafansage? Oder wie versucht man diesen mentalen Aspekt, weil spielerisch kann man es ja eigentlich, zu verändern? Sowas hat noch nie was gebracht. Ich glaube, wenn die Jungs oder wir alle mal in uns gehen, dann wissen wir, dass wir einfach noch nicht so weit sind, einen 6-Tore-Vorsprung so ganz locker über die Zeit zu spielen. Und das haben wir einfach versucht und das klappt halt dann nicht, weil einfach jede Mannschaft in der Bundesliga so stark ist, dass wenn man ein Stück nachlässt, sie das aufholen können. Und da bringt es jetzt nichts großartig drauf zu hauen. Wir werden uns natürlich angucken, wir werden das analysieren und ich bin mir sicher, wir werden uns alle fragen, wie das passieren konnte. Aber natürlich wird so ein Spiel analysiert, aber ich glaube, dass es nichts bringt, jetzt da großartig drauf zu hauen. Fühlen Sie sich dann auch ein Stück weit bestätigt, wenn Sie vor dem Spiel schon gesagt haben, die Balinger sind nicht zu unterschätzen, das ist keine schlechte Truppe, und so ein bisschen versucht haben, diese Euphorie nach den 3 Siegen quasi einzufangen, dass man die Glaubwürdigkeit Ihnen als Trainer gegenüber in den kommenden Trainingswochen dürfte doch auf jeden Fall erhöht sein jetzt. Ja, super. Ich fühle mich super bestätigt, nachdem wir mit so einem Spiel hier aus der Hand gegeben haben. Also nee,
sicher nicht. Da, wir werden das analysieren, wo die Fehler lagen. Also ich gehe jetzt nicht mit gutem Gefühl aus dem Spiel. Clement Verlin war erstmals wieder mit dabei, war aber noch keine Option für das Spiel. Nein, er hatte einfach 10 Tage nicht trainiert, er war in Quarantäne. Das war ein Spieler, der einfach gar nicht trainiert hat, hat meiner Meinung nach einfach auf dem Feld noch nichts verloren. Ist auch die Frage, ob er überhaupt heute hätte helfen können, ganz ohne Training. Michael, es war nach 3 Siegen, war es etwas verwunderlich, dass die Mannschaft zu Beginn, also im Sturm, ohne Selbstbewusstsein, also ohne Druck agiert hat und ähnlich wie beim Spiel gegen Stuttgart hat auch im Abwehrbereich die Aggressivität gefehlt. Das ist doch eigentlich schon verwunderlich, ne? Wenn man 3 gute... Dass ein bisschen der Schwung fehlte, aber hinten fand ich, hat auch der Mittelblock, die nachdem Nico Link hier angeschlagen war, dass Fürnhaber und Schäfer das sehr, sehr gut gemacht haben, über lange Zeit der ersten Halbzeit. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Wir haben, fand ich, in der ersten Halbzeit ein bisschen mit dem Feuer gespielt, weil wir uns ein bisschen zu sicher waren, dass das schon irgendwie gut wird. Nico hat sich verletzt im Training oder? Das ist schon ein älteres Ding, er ist angeschlagen, ja. Er wird uns wahrscheinlich auch ein paar Tage fehlen. Das war ja Rücken. Deswegen. Das hat man gesehen, also Herr Ferlin, Overby und Nico, wenn die fehlen, ist natürlich schon ein hartes Brot. Ne? Ja, aber das, also ich glaube. Aber um 18:12 muss die Mannschaft eigentlich in der Lage sein, dass. Also über irgendwelche fehlenden Spieler brauchen wir uns heute, glaube ich, nicht zu unterhalten. Ja, alles klar. Herr Pöckli, was haben Sie, wie war Ihr Seelenleben beim 12:18? Das müssen wir aufpassen. Also noch 2 Tore, dann ist das Ding tot, das muss man schon sagen. Aber man sieht ja gerade, in Erlangen ist richtig was am Wachsen. Also die Mannschaft kommt die letzten Wochen und Monate, glaube ich, richtig voran. Das sieht man auch von außen. Und aber um trotzdem nachher auf das nächste Level zu kommen, da gehören vielleicht auch manchmal solche Niederlagen dazu, die ein paar Leute vielleicht auch wachrütteln. Und das nachher tatsächlich konsequent durchzuziehen, da geht vielleicht noch ein bisschen Zeit ins Land, aber... Also ich kann nur Respekt sagen, was da gerade passiert. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis solche Dinger nicht mehr hergegeben werden. Aber mein Seelenleben war da noch entspannt, weil ich schon so ein bisschen damit gerechnet habe, dass irgendwann die Phase kommen wird bei Erlangen. Das hatten sie in den letzten Spielen schon immer wieder. Wenn man das Spiel gegen die Eulen sieht, da waren sie gefühlt 10 Tore besser und trotzdem waren es dann irgendwann bloß noch 3. Und da haben wir schon so ein bisschen drauf gehofft, müssen wir ehrlich sagen. Und als sie dann kamen, war meine Mannschaft da. Hat natürlich alles getroffen, wirklich alles. So, auch ganz schwierige Dinge, aber der letzte Ball von Niemeyer. Das sagt man im Zweifel, sollen der von da schießen, spielt den Übergang außen. Und dann schießt er den halt aus 1 Meter Winkel in den. Da kommt auch viel zusammen. Wir hatten die letzten Wochen, glaube ich, auch ein paar Mal Pech. Jetzt haben wir ein paar Sachen mit ein bisschen Glück vielleicht auch gut gedreht. Und so gleicht sich es immer wieder aus. In diesem Raum haben schon mehrere Kollegen gesagt, der bessere Torhüter hat den Ausschlag gegeben. Sehen Sie das auch so heute? Ich glaube, dass Ziemann in der ersten Halbzeit wirklich gut war. Also ich sage, wir haben, glaube ich, 2 Bälle von links außen, 1 von rechts außen, 2 fatzenfreie vom Kreis und so. Also da hat er schon auch gut, aber in der zweiten Halbzeit war die Performance von uns einfach besser. Ja, und ich glaube, was Ziemer die letzten 2 Spiele gehalten hat, hat Spaß gemacht zuzuschauen, ja, muss man ehrlich sagen. Wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit und da freut man sich richtig. Heute, glaube ich, war Mike in der zweiten Halbzeit vor allem besser. Ja. Dankeschön. Keine weiteren Fragen mehr, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche unseren Gästen natürlich einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.